Willkommen zu einem neuen Part von Black Ops 2 Multiplayer Fails und dazu jetzt einfach mal Spiel suchen, Standard Herrschaft. Und ich würde mal sagen, wieder mit der M27, das war letztes Mal ganz in Ordnung. Es sind halt Multiplayer Fails, muss man so sagen. Standoff. Ja, Herrschaft, okay, Herrschaft ist gut. Herrschaft finde ich auf der Map richtig geil. Wobei die B-Flagge, glaube ich, oder ja, die B-Flagge ist ziemlich schwer. Oh, das Spiel läuft schon. So. Ja, Wackler. Wackler, wieso trifft der gerade mich und irgendwie... Sie mich... Ja, ist klar. Ist klar, hast du ja nichts anderes zu tun, als zu campen, oder? Immer nur campen. Bestes kannst du doch nicht. Ey, die Lobby, ich würde sofort wieder rausgehen. Ich. Der Zeitplan ist in Gefahr. Beeilung. Tschüss. Was ist denn los, hey? 1 zu 5, hey, das gibt's nicht. Ja, und dann wechsle ich die ganze Waffe, hey. Die Runde regt mich auf, hey. Ich mach gar keine Flagge, hey. Ja, das war's. Ja, okay, dann. Geile Runde. Geile Runde, extrem geile Runde. Das Missionsziel wurde nicht erfüllt. Wegtreten. Ja, super, 1 zu 6. Tun wir noch irgendwas? Ja, Herrschaft jetzt vielleicht nicht. Vielleicht der Runde Abschluss bestätigt. Ganz mal schnell. Noch dazu, weil es jetzt ziemlich kurz war. Ich würde gerne auf Hijack spielen, aber... Nee, auf Plaza will ich nicht. Die Plaza Map mag ich nicht. Naja. Muss sein. Komm. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Vielleicht nur ein bisschen. Spielstart in 5, 4, 3, 2, 1 und ab geht's. Auf Plaza. Indischer Ozean, Abschuss bestätigt. Warten auf Spielstatus, komm. Abschuss bestätigt. Rein und wieder raus, reibungslos. Rein und wieder raus, reibungslos. Okay, da geht's schon ab. Soll ich mir die Marke holen? Besser nicht. Ja genau, hol du dir mal die Marken, weil da ist schon wieder eine. Okay, das war Strafe genug. Fürs Campen.
Da ist wieder einer. Scheiße, hey, Mann, hey. Lieber wieder, wie viele Punkte gibt es denn eigentlich? Okay, es gibt ein Zeitlimit, okay. Passt. Panzer-Killer-Drohne eingesetzt. Abschuss bestätigt. Ich hab wieso wechsle ich eigentlich immer Waffen, wenn ein Gegner kommt? Das ist total komisch. Es war so klar, es war so klar. Ich habe nichts anderes erwartet. Puh. Glück gehabt. Klar. Ich habe nichts gesehen mit dem Rauch. Aber ja schon. Ich habe mich doch geduckt. Ich habe mich doch geduckt. Habe ich mich jetzt so dämlich angestellt? Okay, er war einfach in der besseren Position. Wie der da um die Ecke springt. Wie der da um die Ecke springt. Okay, es war offensichtlich. Es war auch ein bisschen offensichtlich. Okay. Ich gebe es eindeutig auf, dieses Spiel. Es landet nach diesem Projekt wirklich in dem Müll. 7-10. Es läuft immer besser. Das sind wir Gegner, Leute. Das sind Gegner. Ach komm. Das gibt's nicht. Und das gibt's auch nicht. Das gibt's alles nicht. Ich geb's auf. Da war einer. Und da kommt der Blitzschlag. Unglaublich, dieses Spiel. Dringend war ja ausgeschaltet. Um 9:16. Ja, ich bin mal wieder bestraft worden mit dem Campen. Aber ich mag die Map auch überhaupt nicht. Ist zwar keine Entschuldigung, ich weiß. Aber ich werde auch immer beim Nachladen oder beim Waffenwechseln gekillt. Piss dich.
Ist die Runde gleich aus, ich hoffe. Jetzt tue ich mir nochmal länger an. Ist er ja auch mal irgendwas verbündet? Nee, natürlich nicht. Ja, was ich da jetzt gemacht habe, fragt mich bloß nicht. Ist der noch da? Nee. Der ist abgehaut. Das muss der Kollege da vorne sein. Oder der hinter mir. Ja. Zum Glück ist es aus. Zum Glück ist es vorbei. 13:22. Dazu gibt es eigentlich keinen Kommentar, aber... Naja. Und schon wieder bin ich es, der gekillt wird. Naja. Es heißt ja Multiplayer Fails, denn live sowas zu spielen ist total schwer, finde ich. Ich brauche ewig, um mein Gameplay zu erspielen. Naja, und dann sage ich, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.